Das heißt, okay, die Seite ist ja wesentlich breiter. Ja, das ist, wenn ich jetzt hier ansetze, dann sieht man ganz klar, okay, hier wird sauber abgeschnitten. Ja. Und hier wird tatsächlich eine breite Auflagefläche, die gequetscht wird. Ja. Ja? Und wenn ich das Ganze jetzt, dann muss ich andersrum machen, damit man es auch sieht. Ich schneide jetzt mal so rum. So, dann sehe ich, wie hier gegen sich das Material abhebt, auf dieser Seite hier. Aber manchmal kommt man so rum besser ran und dann... Ne? Natürlich. Das ist minimal. Ja? Also sollte man schon achten, dass man wirklich den überwiegenden Teil so rumschneidet, an dem Teil, der tatsächlich am Baum dranbleiben soll. Das wäre jetzt die korrekte Schnitthaltung. Ah, so. Okay, ja? Das gilt auch, man darf ruhig die Schere rotieren, das wäre zum Beispiel die falsche Schnitthaltung. Ja. Da würde ich auch niemals nah genug rankommen, ja, an diesen kleinen Astring, der ja eine natürliche Barriere bildet. Ich hatte ja gesagt, Äste sind Sollbruchstellen. Im Laufe der Evolution haben die Bäume darauf reagiert und haben hier schon eine sehr starke Barriere ringsherum ausgebildet. Wenn ich diese Barriere also jetzt durchschneide, meinetwegen indem ich möglichst einen nahen Schnitt ransetze, dann habe ich hier eine sehr starke Wundreaktion, die interessiert mich aber primär erstmal nicht. Interessant, was ist innen drin stattfindet. Und das, was innen drin stattfindet, hier ist eine Mauer. Und wenn Fäulnis drin ist, dann wird dort ein ewig Fäulnis drin bleiben. Da hilft auch kein Abbrechen von einzelnen Pilzen, die da rausgucken. Da bleibt die Fäulnis ewig drin. Jetzt ist das aber ein Spiel zwischen Baum und Pilz. Hat er genügend Vitalität? Hat er ein gutes Abschottungsvermögen? Hat er einen guten Standort? Hat er das entsprechende Alter und ist die Wundgröße klein genug? Dann wird Folgendes passieren. Der Pilz wird vom Baum eingeschlossen und befindet sich in einer Kapsel drin. Wird dort aber immer leben. Wird lange vor sich hin hibernieren. Bis der Zeitpunkt kommt, der Baum ist alt genug. Die Vitalität lässt nach. Der Pilz fängt an. Jetzt geht's los. Der stirbt nicht. Nein. Er bleibt immer im Holz. Und das Reparaturwachstum und das Kompensationswachstum wird dazu helfen, diesen Pilz einzukapseln. Mehr nicht. Bis die Kraft nachlässt. Und dann bis die Kraft irgendwann nachlässt und dann geht er einen ganz natürlichen Weg. Das gehört einfach dazu. Ohne Pilze wird man im Dreck ersticken. Ja, ist tatsächlich so. Bei jedem Atemzug, ja, so zeitlich entsprechend, atmen sie innerhalb eines Kubikmeters bis zu 50.000 Pilzsporen ein. Ja, davon sind vielleicht 10.000 Pilzsporen sind holzzersetzende Pilze. Da müssen sie dann nur Angst haben, sie sind Pinocchio. Fällt ihnen die Nase ab. Ansonsten sind es meistens Schimmelpilze, die sie damit einatmen und die befördert dann eine oder andere Autofahrer dann auch an der Ampel zutage. Ja, zwischen den Nasenhaaren und rollt sie dann auch ganz kräftig. Ja, gut. Okay. Also,